Hallo bei Biker Bernie, heute geht's zur Saisoneröffnung zum Yamaha Flieg nach Grusselfingen und zum Schluss nach Wilflingen, da ich gebeten wurde, bei einer Hochzeit ein paar Bilder zu machen und ich schaute mir ganz einfach schon mal vorher die Location an. Also seid gespannt und fahrt einfach mit. Hier sieht man den Streckenverlauf, von Teilfingen ging es nach Grusselfingen, dann letztendlich über die B32 und einfache Landstraßchen bis nach Wilflingen und dann wieder über Fähringenstadt zurück nach Teilfingen. Wunderbare Strecken. Nun, hier wurde nochmal versucht, die Einstellung der Kamera ein bisschen zu justieren und hier ging es dann auch schon durch den nördlichsten Teil von Albstadt, durch Unschmettingen in Richtung Stich. Wunderbare Kurven schlängeln sich das Tannheimer Tal hinunter. Einfach schöne Bikerkurven. Hier dann auch schon unten in Tannheim angekommen. Die Ortsdurchfahrten hier in Tannheim und durch Biesungen sind Tempo 30. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden, ob das dem Verkehrsfluss und dem Lärm zuträglich ist oder nicht, aber sei es ganz einfach drum. Und hier dann letztendlich schon die Einfahrt in Grusselfingen zum Yamaha-Zentrum von der Firma Flieg. Da war heute Saisoneröffnung. Naja, und der Blick galt einfach mal der neuen Yamaha GT9 Plus mit Radarabstandswarner und allerlei Klimbim. Und da die Maschine gerade da war, wurde die mir freundlicherweise auch gleich kurzfristig für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt. Voll ausgestattet das Teil. Ist schon eine wunderbare Maschine, fährt sich ganz toll. Kuppeln ist nur noch zum Anfahren erforderlich. Ein 7 Zoll Display. Naja, und schick aussehen tut sie allemal. Und Leistung hat sie letztendlich auch. Mehr als ausreichend. Mit der Maschine ging es dann kurz nach Rangendingen und zurück. Liegt wirklich sehr satt auf der Straße das Fahrwerk und machte Spaß. Für mich ging es dann weiter Richtung dem Schloss in Wilflingen. Das ist hier die Straße nach Wessingen. Da hat man dann auch mal einen ganz tollen Blick auf den Hohenzollern. Und ich versuchte über kleinere Sträßchen, hier halt noch die B32 bis nach Gammertingen Richtung Osten zu fahren. Nun ja, wenn die Roller eben nur 70 laufen, aber mittig in der Straße fahren und ein bisschen Gegenverkehr ist, dann ist Überholen natürlich auch nicht leicht gemacht. Aber es wäre einfach toll, es würde jeder mal ein bisschen auf der andere Rücksicht nehmen. Dann wie gesagt, hinter Bulladingen über weite schöne Täler gefahren, super Wetter, wunderbar warm, einfach nett zum Grusen. Hier ging es dann in Gammertingen hoch Richtung Riedlingen, Kettenacker. Noch ein Blick hinunter ins Tal der Lauchert. Einfach auch schön zu fahren, diese Haarnadelkurven. Und oben ging es dann Richtung Ittenhausen, landschaftlich einfach ein Gedicht. Ja, und dann kam so langsam Langenenzlingen ins Bild. Naja, hier fand ich zwar die Schlossstraße, aber nicht das Schloss. Dann schaute ich nochmals nach,
vergeblich suchte letztendlich in Wilflingen, dem Ortsteil von Langenenslingen, das Schloss. Und nachdem ich mich hier einfach nochmal umgeschaut habe, machte ich mich dann einfach auf den Weg, hier die Gemeindeverwaltung in Langenenslingen, machte ich mich dann auf den Weg nach Wilflingen. Ja, hier war dann auch schon rechter Hand das Schloss, die Zufahrt war aber geschlossen. Und hat dann einmal ums Karree gefahren. Fand ich auch nirgends einen Eingang. Naja, dann parkte ich einfach mal hinter der Kirche und habe mich dann vertrauensselig an einen Einheimischen gewandt, der mir dann erklärt hat, wo das Schloss ist, wie man da hinkommt und dass es jetzt so ist. Aber für eine Hochzeitslocation sieht das hier alles ganz nett aus. Wie gesagt, den Schlossgarten konnte man nicht erreichen. Aber hier die Nepomuk-Kirche und dahinter eben das Schloss. So konnte ich mir zumindest mal ein erstes Bild davon machen. Na, dann ging es zurück nach Langenenslingen und von dort führte mich dann die Fahrt nach Fähringendorf, da ich noch ein T-Shirt der Motorradgruppe zu Hause hatte, das ich jetzt noch zustellte. So genoss ich einfach die Fahrt in einem wunderbaren Frühjahrsnachmittag. Bestes Licht, schönstes Wetter, kaum Verkehr auf den Straßen. Einfache super Sache. Hier wohl das einzige Windrad von Fähringen Stadt, das da gemütlich seine Runden dreht. Ja, und was will man bei so einem Asphalt und so einer Straße eigentlich mehr? Alles super, alles so wie man es braucht. Und wie gesagt, die Alp hat so viele wunderbare Nebensträßchen, landschaftlich reizvoll, schön geschwungen, bergauf und bergab. Einfache tolle Sache zum Cruisen. Und dann ging es auch schon von Fähringenstadt nach Harthausen hoch an der Schär. Wunderbare Kurven, schön einsichtig, zumindest die allermeisten, schön weich geschwungen, einfach toll zu fahren und die Natur in vollen Zügen, in Anführungszeichen, auch wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, zu genießen. Oben angekommen führte mich dann der Weg weiter nach Neufra, auch auf einer Straße, die ich wissentlich noch nie gefahren bin. Er gab dann auch einen ganz neuen Blick auf Neufra. Und von Neufra ging es dann über Bitz weiter nach Taifingen wieder zurück. Hier noch die Abfahrt hinunter nach Neufra. Naja, und was soll man sagen? Hier hat man dann schon wieder das heimatliche Taifingen erreicht. Die notwendigste, wichtigste, größte Ampel, die es im ganzen Dorf gibt, in Anführungszeichen. Und weiter vorne dann auch schon wieder die letzte rechts und die letzte Linkskurve. Ich sage ganz einfach mal, hoffentlich hat euch der kleine Trip gefallen, zeigt euch, in welcher wunderbaren Landschaft wir hier auf der Alp leben und Motorrad fahren dürfen und können. Und bis bald mal wieder. Tschüss. Euer Biker Bernie, macht's gut, bleibt oben und immer gesund nach Hause kommen.